Hi, wir stehen heute hier vom Anhaltischen Theater in Dessau und noch sind die Türen zu, aber gerade wird hinter verschlossenen Türen fleißig geprobt, nämlich Die Räuber von Schiller. Und Regie führt kein geringerer als Milan Peschel. Und wir durften heute einfach mal einen Blick schon reinwagen und nehmen euch doch da einfach mal kurz mit. Nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers alle wieder entjungfert und ihren Galan im Duell auf den Tod verwundet hatte. Genau. Mit sieben anderen, die er mit seinem Bruderleben gezogen, dem anderen, jetzt sitzt er laufen. Henning, das verstehe ich. Das ist doch nicht zu sehr viel, ja? Moment, nicht zu viel. Ich muss es trotzdem noch verstehen, ja? Was denn, was du gehört? Dann müsstest du aber eben... Genau, dann guckt er wieder uns. Du müsstest dich mitkriegen, aber... Ich weiß nicht, dass du nur hochspringen denkst, scheiße, ich bin ja hier. Du musst also irgendwie hochklettern, um dann hier zu dann hier sitzen zu bleiben. Ja, ist auf jeden Fall egal. Das super, dass du sagst, runter jetzt hier! Und dann bist du aber zwischendurch in deiner, also in deiner Rede, müsste dich jetzt aber immer wieder auf da raufziehen und so, ja? Also müsst ihr mal sehen, was da rauszuholen ist. Runter von der Balustrade! Check alles unter Denkmalschutz! Steht hier alles unter Denkmalschutz! Ruhig größer, ja? Ja.